Willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Beim letzten Mal sind wir in die Nähe von diesem komischen Kuppelgebäude hingegangen, damit wir hier Benzin oder Treibstoff zumindest finden. Bisher wurden wir nur von Infizierten überrascht und naja, wir gucken mal, wie es hier noch weitergeht und ob wir hier noch mehr von den Infizierten finden. Natürlich finden wir mehr Infizierte. Alter, mach nicht so einen Krach beim Runterfallen da. Alte Dreieck gedrückt, um bauchlang zu gehen. Ah, so kann ich mich in niedrigem Gras besser verstecken. Nicht so wie ich das vorher gemacht habe, ja. Vorher habe ich mich auch im hohen Gras versteckt, aber nicht gut. Kann ich aus dem heraus? Ja. Okay. Bams. Okay. Jetzt nur noch du hier. Stirb! Alter! So. Wollte nicht dafür nochmal eine Schrotmuni rausgeben. Das muss nicht sein. Ich glaub, das war's jetzt. Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht. Vielleicht haben sie das Gebiet auch einfach aufgegeben. So. Benzin, Benzin. Wo bist du? Ich brauch Benzin. Nicht? Vielleicht im Gebäude selbst drin? Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Sofern wir da überhaupt reinkommen. Sieht gut aus, dass wir da reinkommen. So. Bin drin, es ist relativ ruhig. Der Raum sieht aus, als wäre hier ein Bosskampf gleich. Ich habe auf jeden Fall Mollys. Für den Fall eines Falles. So. Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Ach so, ist das so? Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Immer diese Dinge, worüber man nicht lachen kann. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Aber dann hat sie die ja quasi auch schon in die Synagoge geführt, während der Ausbruch ja schon stattfand. Weil sie ist ja auch noch nicht so alt, dass ich jetzt sagen würde, so, hey, das, die hat noch die Zeit vor dem Ausbruch überlebt, quasi. Oder miterlebt. Das wird's nicht sein. Okay, zwängen wir uns mal hier durch. Da hinten ist irgendwas. Okay. Munition. Und eine Flasche. Da muss ich nur im Spiegel gucken. Finde ich auch eine. So, das muss hier mal weg. Oder da hinten hin. Damit ich darüber klettern kann, damit ich von dem Tankdingens da was abzapfen kann. Hier ist Benzin. Hoffentlich ist da was drin. Okay. Oh, ja. Scheiße, ja. Hey, also bitte, das ist ein Haus Gottes. Hier ist Benzin. Oh, verdammt, ja. Okay. Okay. So, und damit müssten wir jetzt theoretisch zurück an das Tor. Und dann können wir weitersehen. Hey, hier durch. Vorher würde ich dann aber nochmal einen Ort aufsuchen, den wir schon mal aufgesucht haben. Weil ich habe. Bist du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann auch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich nur so für mich. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger.
Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Naja, jedem das eine, ne? Ich bin halt nicht ansatzweise religiös angehaucht. Auch wenn andere es wollen, brauchen, meinetwegen. Ja. Wir suchen halt einen Ort nochmal auf, den wir schon mal aufgesucht haben, weil ich habe beim Hochladen bearbeite ich ja dann nochmal Videotitel, gucke in das Video rein, gucke halt so, was kann ich denn da für einen Videotitel geben und so. Ist mir eine Sache aufgefallen, die ich da noch holen würde oder sowas, was ganz kurz aufgepoppt ist. Muss ich mal gucken, ob ich das dann wieder finde. Hier brauche ich immer Licht. Ohne Licht gibt es nämlich Gicht. Und das will ja keiner. Gut. Da ist ja noch mehr. Mehr Zeug. Mein Zeug. So, und dann hier lang. Hoffentlich keine Infizierten. Sieht gut aus. Aha. Ein anderer Weg hierhin, ja? Okay. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Kann ich jetzt einfach irgendwo raus? Oder muss ich über den Weg raus, den ich gekommen bin? Na dann. Dann gehen wir mal. Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollen. Mehr brauchen wir nicht. Wie komme ich jetzt da aber wieder hoch? Kacke. Nicht im Hause Gottes. Doch, das ist Kacke. Wie kommt man hier eigentlich auf die Dinger da drauf? Guck mal, da ist doch ein Ausgang, oder? Die Frage ist halt nur, wie man da hochkommt. Vermutlich irgendwie hier rüber. Ja, so nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da irgendwie durch die Tür geht und dann irgendwo rauf und so. Und jetzt? Das sollte gehen. Was? Ach so, ach da, ja, das Ding hier verschieben, natürlich. Jetzt, wo man es einem sagt, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Ist quasi so wie immer. Bitte warten. Objekt wird verschoben. Bitte warten. So. Hier entlang. Bin direkt hinter dir. Hey, cool, mehr Zeug. Gucken wir mal da hinten lang. Auch wenn es da gar nicht rausgeht, aber das ist ja egal. Man kann ja dennoch mal gucken. Hallo. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Ist doch gut, oder nicht? Nimm doch mit. Ist doch bestimmt Platz in deiner Tasche. Auch wenn das jetzt nicht Teil unseres Weges ist, aber das ist ja egal. Ich habe halt auch von dem Judentum echt so überhaupt keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ne? Also ich weiß, das gibt es. Aber dann hört es halt bei mir auch schon auf. So. Ich habe ein Seil. Was ist damit? Achso. Ja, das wollte ich jetzt auch nehmen, um darüber zu gehen. Aber dann nimmst du mir ja meinen großen Auftritt weg. So. Ellie, Vorsicht. Es ist okay. Es hält. Weißt du nicht, an was das festgemacht ist, aber es hält. So. Und hepp. Okay. Ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Krieg ich da vorne die Tür auch auf? Bevor ich jetzt rausgehe. Guten Tag. Ich bin's nur. 5774? Leben wir in der Zukunft?
Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Ach so. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Ein Honig getunkten Apfel oder ein komischer Kalender? Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Das klingt und wirklich gefeiert, wirklich dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Eine Geschichte von Überlebenden. Ganz genau. Das wird erstmal gezeichnet. Was genau? Schmetterdinge. Wenn ich an Joel ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnert. Eher sterbe ich allein. Ist sie allein gestorben? War ihr Gott bei ihr? War er am Ende bei ihr? War er bei Joel? Habe ich es für Joel schlimmer gemacht, weil ich da war? Oder war ich nur anwesend? Er ihm mehr, als ich bei ihm war? Ich will nicht nur den Glauben an Schmerz, ich will den Glauben vom Schmerz, ich will den Glauben durch Schmerz. Okay, und das war das Pferd, das nicht stillgehalten hat. Pferde halt. Ein Briefchen. Lieutenant Torres. Vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen, viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch, mir ist nicht drauf, achso, doch wenden. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in der alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Rabbi Tziva Saunders. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Oh, ne? Drücken wir mal die Daumen. Okay. Dann noch was? Ich glaube nicht. Nö. Okay. Dann können wir gehen. Hinaus. So, ich hoffe nur nicht, dass jetzt wieder irgendwelche Infizierten hier unten auf uns warten, aber nö. Okay, Tor. Ja, aber bevor wir zum Tor gehen, wie gesagt, wir suchen nochmal einen anderen Ort auf, den wir schon mal aufgesucht haben. Vorwärts, Schimmer. Aber ich meine, da was gesehen zu haben. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. So, nämlich gehen wir jetzt nochmal in das Gerichtsgebäude hier. Ich wüsste wie und wo. Ich hab schon wieder vergessen, wo jetzt der Eingang dazu war. Oh ja, so eine kleine idyllische Farm klingt immer sehr romantisch in gewisser Form. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nochmal rein können. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir hier nochmal irgendwie so einen Ausgang hatten irgendwie. Oh, guck mal, hier habe ich gar nicht geguckt.
Aber hier gibt es jetzt auch nicht so viel. Aber hätte sein können, dass hier noch irgendwie was ist. Aber nö. Geht Lavendel hier überall. War hier nicht irgendwo ein Eingang, Ausgang? War das nicht hier? Kommen wir hier wieder rein? Hallo? Ne. Das wäre jetzt blöd, wenn man da nicht mehr reinkommt. Ich glaube fast wirklich, man kommt da nicht mehr rein. Weil es quasi abgeschlossen ist. Aber irgendwie lag da nochmal... Lass mich lügen. Ein Dokument oder sowas. Aber da komme ich nicht mehr rein. Ich glaube, es war hier, wo wir da reinkommen. Naja, kann man nichts machen. Ist wie es ist. Pferdchen, komm, Hodü. Komm ran auf den Meter. Da wird irgendwer oder irgendwas gesucht. Keine Ahnung. So, Pferdchen. Wir müssen ein Tor öffnen. Komm mit. So, müssen wir halt jetzt nur hier vernünftig irgendwie runterkommen. Vielleicht nicht so. Und dann da drüben irgendwie wieder hoch. Da, wo wir damals hier runtergegangen sind. Damals, vor 5 Folgen oder so gefühlt. So. Oh, das war ein Abenteuer. Oh ja. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. So, dann einmal hier runter und den Generator befüllen und dann sehen wir weiter. Och komm schon, du kannst ja nicht hochklettern, ernsthaft. Boah, Ellie, ey. Tun wir nochmal. So. Dann. Kipp. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Verdammt. Okay, diese alten Generatoren sind ziemlich. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Wo konnte ich denn hier den Code eingeben? Und was ist der Code? Da ist der Code. Zum Eingeben. Verdammt. Karte von Seattle. Waffenjäger, Notiz bitte an einem Freund. Kontrollpunkt Torcodes. East 25345. Fünf, drei, vier, fünf. Yay. Hat geklappt? Ja, kein Begrüßungsgut. Oder sie warten nur auf uns. Wie dem auch sei, wir sind durch. Hier ein Eingang. Und es gibt keinen Weg zurück. Die Fenster im Auge. Oh weh. Da bin ich mal gespannt, ob wir hier bei einem Hotel überhaupt irgendwas finden. Worf. WLF. Verstehe. Ah, klar. Ja, da bin ich schon lange hinter gekommen. Oh, ein Seepferdchen. Hat es hier wieder irgendwas mit Seepferden zu tun? Ich habe keine Ahnung. Komme ich hier rein? Das ist verschlossen.
Klingt da irgendwas von innen? Nein. Dann denke ich mal, damit können wir auch tatsächlich nichts tun. Wenn doch, ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Schauen wir, ob wir hier noch was finden, bevor wir jetzt da irgendwie Richtung Hotel gehen. Siehst du das? Wir infiziert das gerade über den Zaun. Okay. Das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist bestimmt ein schon lange aufgegebener Posten von WLF. East 1, okay. Da ist auch ein Kabel und Zeug und Zeug zu Zeug. Hast du einen Code für das Tor? Ja. Weiß nicht. Obwohl, kann sein, dass er durchgestrichen ist. Ist verwischt oder ausgeblurrt. Nein, kein Code für das hier. Na gut. Shit. Okay. Nicht, dass ich jetzt unbedingt da lang müsste, ne, aber einfach mal gucken. So. Jetzt schön mit viel Krach da voran. Und hoffen, dass der Infizierte uns jetzt nicht sieht. Er geht auf jeden Fall da gleich durch den Haupteingang. Ist auch sonst keiner hier. Okay. Okay. Dann gehen wir da auch gleich rein. Aber erstmal nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier noch was Schönes finden. Das sieht ja eigentlich relativ befreit aus von allem. Ja. Okay. Einmal dahin werfen, bitte. Danke. Es hat ein paar getroffen. Schön, dass alle ins Feuer rennen. Ein paar brennen noch. Ob die verrecken, ist so eine andere Frage. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, die beruhigen sich so langsam. Nicht so viel atmen. Schön ruhig bleiben. Gute Nacht. So, hier in der Schublade haben wir Bauteile. Ein Lappen oder ein Dreiviertellappen zumindest. So. Jetzt haben wir hier noch zwei. Also ein paar haben wir auf jeden Fall getötet durch unsere Aktion. Das war für meine Verhältnisse ein sinnvoll platzierter Molotow. Da hatte ich schon Schlechteres. Na komm, dreh dich um. Genau. Und jetzt nur noch den anderen da hinten. So, weiter.
warte. Hallo. Okay. Das war's erstmal hier. Denke ich mal. Der hier ist frisch. Ja. Und er hat einen dieser Wolf auf Nähe. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Aber echt. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was im Sonderangebot ist. So, da ist eine Tür. Einen schönen Kamin. Auch oh, nichts, was ich jetzt ewig gebrauchen kann. Ein Flügel. Den nehmen wir mit. Ach nee. Ein Sprengzeug ist voll. Dann gucken wir mal, ob wir mit dem Sprengzeug hier irgendwas herstellen können. Das können wir herstellen. Was warmes haben wir? Okay. Nee, wechsel mal lieber die Waffe hier, bitte. Danke. Nicht, dass ich hier noch die ganze Zeit jetzt rumrenne mit so einem zündbaren Ding hier in der Hand. Hier noch irgendwie eine Flasche. Hier noch ein bisschen Alkohol. Hier so eine Scheißlampe. Okay. Ich würde sagen, da haben wir jetzt hier nichts weiter. Dann gehen wir mal weiter hier durch. Genau, greif dir mal das Rohr. Hättest du ja auch verwenden können als Waffe, aber nein. Ach doch, kannst du ja dann tatsächlich verwenden als Waffe. Super. Noch ein Toter. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Okay. Aber wer könnte denn jetzt noch hier gewesen sein? Pet war ist doch ausgelöscht worden, oder? Oder sehe ich das verkehrt? Bauteile! Bauteile! Hier noch irgendwas? Noch so ein halber Lappen? Schublade? Ohne Zeug. Ohne Zeug ist auch keine Lösung. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen. Ja, brauchen wir. Ja, nimm doch mit. Nicht? Oh. Okay, dann geh mal hoch. Und ich hätte ja meinen Kanister, den sie ja sowieso irgendwie im Rucksack hat, nochmal ein bisschen aufgefüllt. Noch ein Toter. Den hier erkenne ich auch nicht. Wir sind zumindest schon so tot, dass zwei Fliegen hier rumschwirren, ne? Was ist hier? Das typische Gerümpel, das halt irgendwo im Weg ist. Da wurde einfach ein Bett halt runtergeschoben. Okay. Also da auf jeden Fall nicht lang. Da ist nur ein Fahrstuhl. Wir gehen hier mal ein bisschen gucken. Vorsichtig. Hier höre ich noch nichts. Das muss aber wie immer nichts heißen. Da ist so ein Tape. Eine Waschwanne. Ein Scheißeimer. Da ist ja noch klares Wasser drin. Aber trinken würde ich daraus nicht. Da ist eine Tür. Öffnen wir die Tür. Hallo? Scheiße. Okay. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy.
Ach ja, klar. Was? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand. Den kenne ich nicht. Aber da ist der Code für die Tür. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Es ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na gut, dann versuchen wir mal, Tommy dann zu finden. Na los, hier lang geht das raus. Aber Tommy ein. Ja. Wir gehen dann auf jeden Fall nicht da lang. Denn da geht's ja offiziell weiter. Wir gucken uns immer woanders um. Und das und vieles mehr erst in der nächsten Folge von The Last of Us Part 2. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.